asymmetrische Schocks, wie wir das in der Finanzkrise hatten, abzuwenden. Da müssen wir auch ehrlich sein und sagen, wir brauchen dann ein europäisches Budget, das mehr ist als 1% vom Bruttoinlandsprodukt der Länder. Und das kann letztendlich auch nur kreiert werden, wenn wir europäische Steuern haben zum Teil. Das kann nicht einfach nur durch eine Zuwendung von den Nationalstaaten geschehen, sondern da müssen wir eine europäische Steuerpolitik haben, die dann auch einen gewissen Umverteilungseffekt und Stabilitätseffekt hat, wie das ähnlich in den USA ist. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, die in vielen Mitgliedstaaten einfach ganz, ganz schwer zu verkaufen ist. Ich meine, die Zuschauer hier werden es sicherlich wissen, wenn man hier in Großbritannien vorschlagen würde, wir brauchen europäische Steuern, dann wird nicht nur Murdoch, sondern auch die anderen Medienvertreter zum Teil fragen, in welcher Welt man lebt. Also das ist hier politisch völlig illusorisch, dass wir das umsetzen können. Das ist auch eines der Probleme. Was wir brauchen, ist in vielerlei Hinsicht politisch kaum umsetzbar. Und deswegen sind wir in einer Situation gefangen, in der wir vielleicht sogar zum Teil wissen, was wir machen müssen, aber letztendlich die Kraft nicht auf die Straße bringen, um das wirklich umzusetzen. Da würde ich doch gleich mal Herrn von Beuys noch mal fragen, weil Hamburg wählt an diesem Wochenende. Ist das dieses Problem? Ist Europa schwer vermittelbar, wenn man Politiker ist und in Wahlen steht und Politik machen will? Es ist unglaublich schwer vermittelbar. Selbst in, jetzt ist es eine Landtagswahl oder eine Bürgerschaftswahl, aber selbst bei Europawahlen spielt, wenn man ehrlich ist, in der Mobilisierung der Leute Europa eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Liegt vielleicht auch daran, es ist ja relativ abstrakt und ich glaube, die Generation, die Europa geschaffen hat, die also die Kriegserfahrung haben und innerlich und emotional bewegt waren, auch mit einem, wie soll ich das sagen, einem geradezu weltanschaulichen Impetus daran gegangen sind, in Europa sollen nie wieder Staaten sich bekriegen und wir schaffen Instrumentarien, damit es zwischen Deutschland und Frankreich oder England und Frankreich oder Deutschland und England oder wie auch immer, dass es nie wieder kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Es war ja nur der Impetus der ganzen Geschichte. Der war emotional und da war die Angst und der Schrecken des Krieges noch in den Knochen. Inzwischen leben wir alle mit Europa. Selbst ich, der Jahrgang 55 bin und noch nicht mal in Ihrem erfreulichen Alter, hat also alle Vorzüge erlebt und sich an die gewöhnt. Also ist ja nicht so, dass ich mich jedes Mal freue, dass ich durch Europa jetzt fahren kann, ohne dass es Krieg gibt, sondern ich kenne es ja gar nicht anders. Und dazu kommt überwiegend der Euro, dass überwiegend ohne große Kontrolle reisen können, auch der Austausch junger Leute, die mal hier und da studieren, da ist ja die Ländergrenzen gar nicht mehr so dominierend. Das heißt, dieser Impetus ist durch die Gewöhnung ein bisschen weggeschliffen worden. Sondern auch bei Europawahlen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, versucht man die Leute mit Nationalen zu mobilisieren und sagt man deswegen entweder die Regierung stärken, also wählt die und die Partei, oder gibt der Regierung einen Denkzettel, aber der nationalen Regierung, nicht der Europäischen Kommission, und wählt darum die und die Partei. Das sind die Argumente und das zeigt, das ist in der Tiefe unglaublich schwer vermittelbar. Nochmal, ich will ja gar kein Zyniker sein. Ich glaube nur, es geht mit bestimmten Projekten und auch die Finanzkrise lehrt uns, dass es Dinge gibt, wo man sagen kann, da ist der europäische Ehrgeiz vernünftig. Aber zu glauben, man hat also ein komplettes Wirtschaftsregime und eine Angleichung der Steuern, ich würde es toll finden, theoretisch, was das praktisch heißt, müssen wir auch mal gucken, aber toll finden. Ich fürchte nur, die Wirklichkeit ist eine andere. Ja, ich will da mal fortsetzen, wo Herr von Beust eben aufgehört hat. Wir brauchen eine neue Begründung für die europäische Einigung. Die alte Begründung, wir wollen einen Kontinent des Friedens, wir wollen nie wieder Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, trägt nicht mehr. Weil das haben wir. Und die junge Generation sagt, was redet ihr vom Krieg, das ist doch alles Illusion. Und deswegen brauchen wir eine neue Begründung. Und ich glaube, die gibt es auch. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich ziehe auch viel durchs Land und ich halte sehr offensive Reden für die europäische Integration. Und ich finde, es ist unglaublich einfach. Die Welt des 21. Jahrhunderts, die Macht, die nach vorne stürmt, ist China mit 1,3 Milliarden Menschen. Dann kommen die Inder mit 1,1 Milliarden. Die Amerikaner bleiben eine Supermacht, wenn auch schwächer, aber werden 400 Millionen. Dann kommen die Brasilianer, dann kommen die Indonesier und so weiter. Wo bleiben denn 80 Millionen Deutsche? Oder manchmal, als ich jetzt die Rede von Herrn Cameron, nicht in Davos, sondern jetzt, als er neulich gesagt hat, dass die Briten eine Weltmacht bleiben. Wo bleiben denn 60 Millionen Briten? Das ist doch alles Illusion. Die 500 Millionen Europäer, die haben eine Chance, wenn sie zusammenstehen. Die sind übrigens die stärkste Wirtschaftsmacht der Erde vor den Amerikanern und werden es auch noch eine Weile bleiben, bis die 1,3 Milliarden Chinesen dann auch uns überholt haben. Klar. Aber wenn wir ein eigenes europäisches Modell des Zusammenlebens haben, und das heißt Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Wohlstand für alle, wenn das unser Modell ist, das ist nicht das Modell der Chinesen. Die verbinden Wohlstand nicht mit Demokratie.
Und das ist nicht das Modell der Amerikaner. Die verbinden Demokratie keineswegs mit Wohlstand für alle. So, wenn wir mit diesem Modell eine Chance haben wollen, dann müssen wir schließlich als 500 Millionen Europäer zusammenstehen. So einfach ist das. Das hat eine Fülle von Konsequenzen und das muss dann jeder wissen. Entweder lassen wir uns in der Welt des 21. Jahrhunderts unterbuttern, weil wir glauben, als Deutsche sind wir noch so wichtig, oder weil wir glauben, als Briten sind wir noch so wichtig. Alles Quatsch. Oder aber wir sagen, wir wollen eine Chance für unser Modell, dann müssen wir halt zusammenhalten. So einfach ist es. Und von da aus kann man dann auch wunderbar diskutieren. Meine Partei, ich habe mich auch über unser Wahlprogramm geärgert, weil wir den Mut nicht mehr hatten, den wir schon 1925 hatten. In unserem Heidelberger Programm bei der SPD stand drin, Ziel, Vereinigte Staaten von Europa. Ja, natürlich haben wir den Mut nicht mehr gehabt, das ins letzte Wahlprogramm reinzuschreiben, weil jetzt die Renationalisierung an allen Fronten vorangegangen ist. Das ist gedankenlos. Und deswegen sage ich, ich verlange schon von unseren Führern, dass die wissen, wo es hingeht. Und das heißt, wie immer wir das im Einzelnen gestalten, das ist ja noch eine andere Frage. Aber diese 500 Millionen müssen zusammenstehen. So, das heißt, Vereinigte Staaten von Europa, was immer das dann im Einzelnen genau bedeutet. Aber Europa ist nicht Teufelszeug. Und ich will noch einen Fall sagen, der mich so geärgert hat, weil das die Europäer gegen Europa aufgebracht hat. Und daran ist auch die Verfassung gescheitert. Wenn ich da eine solche Dienstleistungsrichtlinie, wie das hieß, die Fritz Bolkestein gemacht hat, Rechtsliberaler, wo ich sage, die Leute aus Rumänien und aus Bulgarien können zu ihren Heimatbedingungen in Deutschland oder in Frankreich und in den Niederlanden arbeiten. Was heißt denn das? Das heißt, ich sage den Arbeitern in Deutschland und in den Niederlanden und in Frankreich, die Rumänen werden euch die Jobs wegnehmen, zu Billigtarif. Dass die Arbeiter in Deutschland, in den Niederlanden, in Frankreich begeistert darauf reagieren, kann man sich richtig vorstellen. So. Das ist dann in einer großen Koalition im Europäischen Parlament noch Gott sei Dank verhindert worden und vom Kopf auf die Füße gestellt. Das heißt, es gelten die Bedingungen des Landes, in dem gearbeitet wird, nicht die Bedingungen des Landes, aus dem der Arbeiter kommt. Natürlich haben wir Freizügigkeit, aber bitte, dann wird zu französischen Bedingungen in Frankreich gearbeitet und nicht andersherum. Das ist so etwas, da hat die Europäische Kommission einen fundamentalen Fehler gemacht und den Menschen den Eindruck vermittelt, Europa ist nicht der sichere Hafen in der Globalisierung für unser Modell, sondern Europa bedroht euch mit der Globalisierung geradezu. Und dann muss ein Verfassungsvertrag schiefgehen. Und wenn die Frau Wagenknecht heute nicht hier sitzt, die säße gar nicht da, wenn es nicht solche Dummheiten gegeben hätte, die dann die Leute aufbringen und dann natürlich auch solchen Parteien die Wähler zu führen. Das ist doch völlig klar. Herr Eichel, Sie sagen, Europa ist so einfach im Prinzip und sprechen aber selbst die Probleme natürlich an. Also ich habe es ja selbst erlebt. Viele ja. Länder in Europa können sich natürlich mit dem Gedanken anfreunden, dass Demokratie zu einer Gesellschaft gehört. Mich würde schon freuen, wenn sich alle Länder in Europa mit dem Gedanken anfreunden können, dass solide Haushaltsplanung und Finanzplanung innerhalb ihren Ländern, ja, ihre Länder sinnvoll wäre und für Europa gut wäre. Das ist ja das Problem. Dass also wir in der Glaube, dass Demokratie immer automatisch solide Haushalte bedeutet, den teile ich nicht. Da kann ich mir nur viele Länder angucken. Ja, auch das. Ne? Also ich sage mal so, das gilt am besten. Man muss, wenn jetzt die Kanzlerin und der französische Präsident, übrigens, da sollten Sie bitte feinfühliger vorgehen und die anderen richtig mitnehmen. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, der Sinn ist, wir orientieren uns am jeweils Besten, das finde ich in Ordnung. Peer Pressure und Best Practice. So, das finde ich völlig in Ordnung. Aber dann muss ich sagen, die Besten, was Haushaltspolitik betrifft, sind die Skandinavier. Und da könnte man jetzt viel dazu sagen. Und das sind auch wir Deutschen nicht, ich weiß ja, wovon ich rede, nicht optimal. Längst nicht. Sieht im Moment alles so gut aus, aber beim genaueren Hinsehen sieht man schon, wo die Probleme liegen. Und aber das fände ich doch in Europa. Ich bin übrigens auch so ein komischer deutscher Gedanke, man muss überall Sanktionen haben. Warum machen wir es nicht mal andersrum und sagen, wer sich besonders gut europäisch verhält, der kriegt einen Bonus. Also wenn schon Malus, da habe ich nichts gegen. Warum nicht aber wenigstens auch ein Bonussystem? Da würden nämlich manche sich überlegen, ob es nicht viel nützlicher wäre, sich proeuropäisch zu verhalten, weil sie dafür was kriegen. Ja? Also da könnte ich mir vieles überlegen, was denn auch eine Menge Hürden abbaut in Europa. Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle durchaus mal fragen, ob es Fragen im Publikum gibt. Das wäre vielleicht ein guter Moment, eine Diskussion zu eröffnen. Herr Fielmann.
An wen wollen wir die? Sie haben das Modell gebracht, Herr Eisler, vielleicht erklären Sie das. Zunächst mal, wir sind ja jetzt am Folgenden, das finde ich ganz richtig, da diskutieren wir übrigens schon Jahre drüber. Es macht doch keinen Zweck, das ist einer der Fehler des Stabilitätspaktes, Sanktionen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann macht es überhaupt keinen Sinn. Die Sanktionen wären ja gegen Griechenland möglich gewesen. Keiner hat sie mehr beantragt, weil es natürlich keinen Sinn macht, wenn die schon 15% Haushaltsdefizit zu haben, zu sagen, jetzt müssen sie noch mal was drauflegen. Macht doch alles keinen Sinn. Sondern umgekehrt wird ein Schuh draus, ich muss verhindern, dass das Kind in den Brunnen fällt. So, und jetzt komme ich auf die Frage, die ist ganz einfach zu beantworten. Was heißt denn hier Koordinierung der Fiskalpolitik? Heißt, dass die Länder, also zunächst mal, dass wir uns in Europa Ziele setzen. So, und sagen, wir wollen im nächsten Jahr, wir haben zum Beispiel so ein Ziel, 3% für Forschung und Entwicklung, hat außer den Skandinaviern noch keiner erreicht. Keiner. Skandinavier sind schon bei 4,5%. Weil das natürlich heißt, dass wir in der Welt wettbewerbsfähig bleiben wollen, wenn wir mit unseren Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen richtig vorne sind. So, und dann mache ich solche Ziele, die werden europäisch verabredet. Da muss auch das Parlament künftig eine größere Rolle spielen. Und wenn dann die Länder ihre Haushalte aufstellen, dann ist es doch ganz einfach zu fragen, sind denn die Ziele da drin? Gehst du in Richtung auf die Ziele, ja oder nein? Und dann müssen sie die Haushalte nach Brüssel geben. Und Brüssel muss ja nicht sagen, wir stellen euch die Haushalte auf. Das würden wir uns auch nicht gefallen lassen. Aber Brüssel kann sagen, dort und dort und dort verstoßt ihr gegen die gemeinsam verabredeten Ziele. Und dann gibt es Sanktionen. Und die Sanktionen heißen zum Beispiel, die kriegen alle Zuwendungen aus der Brüsseler Kasse, dann kürzen wir die Zuwendungen. Und andere, die alle Ziele erfüllen, da sagt man, kann man ja Kriterien haben, und dann sagen, ihr kriegt zusätzlich eine Zuwendung aus Brüssel. Und das finde ich eigentlich viel wirksamer, vermute ich, weil da nämlich sie alle sehr schnell überlegen werden, es lohnt sich für Europa zu sein, weil es Geld in der Kasse klingelt. Das ist dasselbe Prinzip wie beim Umweltschutz. Wenn ich von den Leuten Verzicht verlange, dann werden sie es nicht machen. Wenn ich sie dafür belohne, dass sie sich umweltfreundlich verhalten, dann machen sie es. Das ist das ganze Geheimnis des Ausbaus der Solarenergie in Deutschland. So könnte man das machen. Aber wie ist das mit der Glaubhaftigkeit solcher Kriterien, Herr Eichel? Also wir hatten ja schon mal das 3%-Kriterium in Maastricht. Dann gab es das, dann sollten die Haushalte eben danach ausgerichtet sein. Und dann haben Sie es als Finanzminister in Ihrer Amtszeit ja durchaus auch wieder aufgeweicht, als dann Deutschland das nicht erreicht hat und blaue Briefe bekommen hat. Nee. Also darüber können wir jetzt gleich reden. Das Problem ist unglaublich einfach. Wir haben nicht mal 3% zwingend gehabt, aber wir sind dank der Kosten der Wiedervereinigung, selbst in der Boomphase mit einem defizitären Haushalt, den habe ich vorgefunden, mal 1,2% minus, über die 3% gerutscht. Von 1,2% minus auf 4 macht 2,8%. Das war das Problem. Deutschland hatte, da lasse ich mir gar nichts vorwerfen, ich habe nämlich sofort Haushaltskonsolidierung angefangen. Aber Deutschland hat in der Tat den Stabilitätspakt zu der Phase in der Hochkonjunktur noch gar nicht verwirklicht gehabt. Und es hat auch in Wahrheit nicht gekonnt. Denn die Kosten der Wiedervereinigung, Herr Mayer hat das jetzt völlig zu Recht gesagt, was das ist. Wir zahlen netto 0,4% in den europäischen Haushalt. Aber wir haben 4% Transfer von West nach Ost in Deutschland für die Wiederaufbau Ost gemacht. Das ist eine Anstrengung. Hinterher haben Jean-Claude Juncker und andere gesagt, als sie es dann begriffen hatten, weil ich es ihnen auch immer wieder erzählt habe, hat er gesagt, ich wüsste nicht, ob unsere Wirtschaft das geleistet hätte, was ihr da geleistet habt. Also der Punkt zieht nicht. Aber das Problem des Stabilitätspakts ist ein anderes. Ich sage selbstkritisch als Deutscher, wir haben die merkwürdige Gewohnheit, wir müssen alles sanktionieren, mit Strafen versehen. Und der Glaube, ich könnte Wirtschaftspolitik justiziabel machen, den finde ich einen ziemlichen, also das bin ich relativ fassungslos über so eine Vorstellung. Ja? Meine Europaabteilungsleiterin hat damals gesagt, und das war die schwere Fehlkonstruktion in Brüssel, nicht mal so sehr der Pakt, sondern auch seine Handhabung, die brauchen dafür einen Juristen und einen Rechenschieber. Einen Rechenschieber, um festzustellen, bist du über die 3%, und einen Juristen, um die Strafe zu verhängen. So kann ich keine Wirtschaftspolitik machen. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich bin für andere Instrumente, gemeinsame Ziele und für Belohnung derjenigen, die die Ziele erfüllen, und in der Tat für Sanktionierung derer, jetzt kommt's, die sich bewusst dagegen entscheiden. Denn wenn die dann aus Brüssel den Bericht bekommen und das widerspricht europäischer gemeinsamer Linie,